Dann schauen wir mal. Bumpys Gute Maschine. Idee. Ich könnte ein passendes Zahnrad für den Generator schleifen. Das eine Rad war zu klein, das andere zu groß. Bin schon ein helles Köpfchen. Hölzernes Zahnrad. Irgendwie bin ich stolz drauf. Und ich habe mal wieder was Eigenes gemacht. Das führt zu nichts. Okay. Dann müssen wir das jetzt mit dem Riemen zusammenbauen. Dem großen. Aber uns fehlt immer noch die Schussweste. Schutzweste. Nee, da fehlt ein Zahnrad. Muss erst ein neues her. Erstmal das Zahnrad. Nicht übel. Hoffen wir mal, dass das alte Mädchen nicht zu viel Dampf für das hölzerne Zahnrad hat. Schön. Als nächstes brauche ich einen Keilriemen. Kommt sofort, Chef. Kommt sofort. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass sie wieder läuft. Klappe zu. Affe tot. So, Kontrolltafel. Schnurrt wie ein Kätzchen. Gute Arbeit. 1229, komm her. Du kannst gut Sachen reparieren. Es gibt Arbeit für dich, überall auf der Insel. Okay, hör zu. In meiner Wohnung sind ein paar Sachen kaputt. Jetzt wissen wir zumindest, woher wir... Was soll das werden? Du wolltest einen Mechaniker. Hier hast du ihn. Ich wollte jemanden aus der Stadt. Keinen von denen. Was ist kaputt, Sir? Unser Fernseher ist hin. Der Plattenspieler ist kaputt. Kinderspiel. Der Riemen ist etwas verklebt. Keine elegante Lösung, aber sie funktioniert. Das Ding steht auch ohne das Magazin gerade. Warum bist du zu Hause? Musst du nicht zu deinem Therapeuten? Das Meer ist zu unruhig. Die Fähre fährt nicht. Ich bezweifle, dass ich die beiden zum Tanzen überreden kann. Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Er hat mich genau im Blick. Hier steht ja auch sein ganzer Stolz. Scharfschützenpokale. Oh. Masons Abschlussklasse. Ein 0815-Radio. Habe ich im Krieg andauernd repariert. Nicht nötig. Nicht nötig. Ich bezweifle, dass ich das hier rausschmuggeln kann. Ich bezweifle, dass ich das hier rausschmuggeln kann. Vorsicht, Joe. Bloß nicht zu lange hingucken. Ma'am? Lass ihn das Münztelefon reparieren. Ich will meine Mutter anrufen. Die Verbindung in die Stadt ist furchtbar. Wo ist das Münztelefon, verehrte Dame? Verzeihung, Sir, wo haben Sie die Anleitung? Moment! Wie ist das Leben so im Hauptgebäude? Ma'am? Ihr könnt wenigstens über Morde und Kidnapping reden.
Bei uns dreht sich alles nur um Eisenhower. Ich glaube, ich sollte weiterarbeiten. Hier! Hier komme ich an die Grenzen meines Improvisationstalents. Los geht's. Eine der Röhren ist im Eimer. Einer der Röhren ist im Eimer. Das braucht kein Ei. Okay. Ich habe gerade keine Röhre. Nicht nötig. Nicht aber nötig. Aber das 0815 Radio. Habe ich im Krieg andauernd Rep. Ja, aber es gibt in jedem dieser Radios eine Röhre. Wir müssen eine Elektronenröhre austauschen. Ja, davon habe ich reichlich. Irgendwas hat die als Information, was ich brauche. Und warum bist du hier? Bewaffneter Überfall. Du brauchst das Abenteuer, richtig? Nur so fühlst du dich lebendig. Du hast keine Frauen verletzt? Nein, Ma'am. Ich muss arbeiten. Hier! Das sollte ich mir vorher genau überlegen. Wie, was genau überlegen? Elektronenröhre? Ich sollte besser nachschauen, was die Anleitung dazu sagt. Okay. Genauso muss es sein. Los geht's. Passt. Das war leicht. Du hättest nur die Anleitung lesen müssen. Gut, okay. Der Empfang ist mies. Ich bekomme nur Schnee rein. Alufolie könnte helfen. Ich hab welche da. Okay. Dieser Cracky. Ein bisschen an der Antenne drehen. Sieht gut aus. Was wissen Sie über den Verdächtigen? Ja, Ma'am. Wir überprüfen das. Wann war das? Keine Farben. Schwarz-Weiß-Gerät. Ja, das wissen wir. Vielen Dank. Okay, Chief, das war's. Willst du ihm nichts zahlen? Nein, ich werde ihm nichts zahlen. Oh, das Telefon. Er soll das Telefon reparieren. Ruhe! Hey, 1229. Guck dir mal das Telefon draußen an. Okay. Wollen wir uns das Telefon mal genau ansehen? Ich kann die Verbindung ohne weiteres verbessern. Und das kleine Ding hier wird dann nutzlos. Ich stecke es besser ein. Was ist das? Ich habe so viel ausgebaut, wie ich konnte, ohne es kaputt zu machen. Die Drähte sind marode. Die müssen ersetzt werden. Nicht, solange ich überwacht werde. Auf! Nein. Du reparierst das jetzt! Ja. Ah, ich habe hier noch ein Stück Kabel. Vorsicht, Joe. Kein guter Zeitpunkt, um den Löffel abzugeben.
So, ich habe die zerfressenen Kabel ersetzt. Ich habe so viel ausgebaut, wie ich konnte, ohne es kaputt zu machen. Ich brauche erst noch Ersatzteile. Auf keinen Fall! Du reparierst das jetzt! Mann, oh Mann, oh Mann. Die Münze behalte ich. Okay, die Alufolie sollte die Kabel abschirmen. Ich bin fertig. Wenn Sie das Telefon umsonst benutzen wollen, folgen Sie dem Kabel. Und schließen Sie den Stromkreis mit einem Stück Metall. Ha! Das wird meine Frau sicher freuen. Versuch mal, uns Ferngespräche freizuschalten. Wir haben ein neues Magazin. Wir müssen nicht dahin. Ich weiß nicht, warum ich da immer hinklicke. Okay. Hier funktioniert alles wieder. Gehen zur Wäscherei und dann gibt's unser erster Kampf. Boah, das passiert mir ständig, dass die Lautstärke hoch und runter geht. Und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Das reicht für eine Weste. Ich mache mich an die Arbeit. Hier hast du deine Weste. Handgeschneidert. Steht dir. Ich bin soweit. Vorwärts! Hopp, hopp! Bitte lass das keine Urheberrechtsverletzung sein. Komm her, Gaspipe. Ich weiß, was du suchst. Aber Ärger. Du kriegst den nicht. Er gehört mir. Komm schon. Oh, bist genug geredet. Ich komme hier ohne dich raus. Jetzt komm schon, fall um. Oh, ein paar mehr und erst hin. Sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar Ja. Besser täuschen und dann woanders zuschlagen. Shit, sein Kopf ist zu gut gedeckt. Erst ein paar schmutzige Tricks, dann der K.O.-Schlag. Er sieht übel aus. Oh, du hast mein Leben ruiniert. Du kannst mich nicht besiegen. Auf die Krankenstation!